Vor 2 Jahren suchte der Regisseur Christoph Schlingensief einen ALS-Patienten für sein Theaterstück Kunst und Gemüse. Mit den Augen sollte eine Inszenierung begleitet werden. Über die Charité kam der Kontakt zustande. Ich habe sofort zugesagt. Es ist die Möglichkeit, eine Aufgabe zu übernehmen, ein Ziel zu verwirklichen, Menschen zu treffen, ins Leben einzutauchen. Emergency! Ui. Vorsicht, der Hand, tätschelt er. Wann habe ich die Krankheit akzeptiert? Es hat gedauert. Bis kurz vor meinem ersten Auftritt in der Volksbühne. 9 Jahre nach der Diagnose der ALS. Zuerst stand ich mit meinem Bett irgendwo auf der Drehbühne. Aber es hat nicht gepasst. Erst 2 Tage vor der Premiere kam die Lösung. Ich wurde auf ein Podest in den Zuschauerraum geschoben. Mitten in den Zuschauerraum. Früher bin ich ohne Schminke nicht mal zum Briefkasten gegangen. Heute meide ich den Blick in den Spiegel. Aber mein Aussehen ist mir trotzdem wichtig. Ich habe ja nur ALS. Ich habe ja meine Identität nicht irgendwo abgegeben. Und gibt der Angela wirklich von hinten, dass das Bett von hinten und Angela da ein Licht bekommt? Geh mit dem Scheinwerfer noch tiefer. Ja, so, da, die Stelle ist wichtig, dass ich das Kopf hier sehe. Da, den Kopf sehe. So ist doch toll. So haben wir die unten und dann sehen wir sie. Wenn ihr noch dieses helle Dreieck da oben am Kopf wegnehmt. Gut. Okay, dann weiter, Arno. Und kräftig, Arno. Frau Angela Jansen, die Kinder des Publikums und sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, diesen heutigen Abend zu leiten und zu steuern. Sie sehen, sie bedient sich dabei ausführlichster, komplizierter Lasertechnik, die wiederum... Mit der Hand auf den Computer zeigen. Lasertechnik, wo ist das? Unter dem Monitor, da. Lasertechnik, ja, aufs Auge zeigen, auf Sie zeigen. Lasertechnik verbunden mit verschiedenen Computern und Bildschirmen, die uns wiederum erlauben, diesen Vorgang für Sie zu visualisieren. Genau, Sie sehr gut. Der Powerline, weiter. Auf der linken Seite des Bühnenbildes. Sie werden an hingehen, zeigen, ich sehe nichts. Du musst da jetzt hin. Aha. Gut. Arno, geh rüber und versuch mit dem Stuhl da hoch. Das hier. Nimm den Stuhl oder was? Oder spring hoch, da oben, da. Und wir kennen Angela Jansen. Begrüß sie soeben. Die Begegnungen vor der Vorstellung sind immer etwas Besonderes. Schließt mein Gegenüber von der Bewegungslosigkeit meiner Muskeln auf die Bewegungslosigkeit meines Gehirns? Ist das Herzlichkeit, Normalität? Alles gut. Ich halte dir den Daumen. Für mich ist es ungewohnt, von Fremden normal behandelt zu werden. Und das genieße ich hier. Oh, ein bisschen helle. Was meinst du? Drehen wir jetzt ein Video? Weiß ich nicht. Video ist das schön. Angela Jansen sagt, dass es ihr nichts ausmacht. Sie ist genauso, sie kann sich nur nicht bewegen. Aber ob das wirklich auch stimmt? Also... Ich würde nach all dem, was ich jetzt dann mit ihr ja hier erlebt habe, mir nicht anmaßen, das zu glauben, aber auch nicht das zu widerlegen. Sondern ich habe einfach das Gefühl, sie hat etwas als Lebenskonzept für sich entwickelt, wo ich gar nicht im Moment rankomme, wo ich auch nicht weiß, wo ist die Tür, um das ausfindig zu machen. Ich würde ihr sogar eher ein Misstrauen entgegenbringen und sagen, kann das denn überhaupt sein? Von meiner Warte aus ist es unmöglich, aus einem Bewegungsprozess plötzlich in den Stillstand geworfen zu werden oder langsam überzugehen und dann noch zu sagen, ja, ich akzeptiere das, ich finde, das ist völlig in Ordnung.